Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten. Die Digitalisierung jetzt auch auf dem Vormarsch ins Rathaus. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde jetzt ein neuer Service auf der Internetseite der Stadt Salzkotten vorgestellt. Mit einem neuen digitalen Zugang soll es für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt einfacher werden. Gemeinsam mit der Regio IT, einem großen IT-Dienstleister, hatte man jetzt eine zukunftsorientierte Lösung erarbeitet. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit unsere Homepage optisch und technisch auf Vordermann gebracht, innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Wir sind da noch im Aufbau und ich glaube, ein großer Beitrag und ein großer Baustein ist das Thema digitale Erledigung von Anliegen. Wir sind im Rathaus ja so ein Gemischtwarenladen, wo man von A wie Abfall bis Z wie Zuzug von Mitbürgerinnen und Mitbürgern alles erledigen kann durch das Team im Rathaus. Und nicht jeder weiß, wo was zu erledigen ist, zumal wir jetzt ja durch den Umbau auch an verschiedenen Stellen untergebracht sind. Dann hilft es natürlich einfach auf unsere Homepage zu gehen, die entsprechende Dienstleistung rauszusuchen und möglichst dann auch Barrieren und Schnittstellen frei dann die Dienstleistung zu bekommen. Das neue Serviceportal mein.salzkotten.de wurde optisch an die Website der Stadt Salzkotten angeglichen und bietet den Nutzern eine leichte Auffindbarkeit der verfügbaren Dienstleistungen. Nach der Anmeldung eines Servicekontos können Termine in der Rubrik Service und Anfragen online vereinbart werden. Alle einem Gewerbe zugeordneten Themen sind unter Arbeit und Gewerbe zu finden. Weitere Serviceleistungen werden in der Rubrik Bauen, Planen und Umweltschutz offeriert. Unter Familie, Kinder, Senioren sind Themen wie Familienpass, Kindertageseinrichtungen, Rentenangelegenheiten und Schulen angeboten. Das Busfahren, die Förderprogramme Klimaschutz, Mobilitätskonzept und Verkehrsinfrastruktur sind unter Klimaschutz und Mobilität aufgeführt. Für An- und Ummeldungen, Meldebescheinigungen und Ausweise hat man hier das Verzeichnis Leben und Wohnen vorgesehen. Bislang stehen 55 Formulare zur Verfügung. Etwa 150 Dienstleistungen können jetzt schon abgerufen werden. Von der Digitalisierung erhofft sich auch Michael Rönnecke Erleichterungen im Arbeitsablauf. Fachkräfte sind auch bei uns immer schwieriger zu bekommen. Und die muss man eigentlich für andere Aufgaben einsetzen, als für solche Routineaufgaben wie eine Urkunde zu verschicken. Oder es gibt ja noch zig Beispiele, wo wir uns als nächstes mit beschäftigen werden. Wir haben eben noch mal so ein bisschen diskutiert, wo sind Sachbearbeitungen, die hohe Fallzahlen haben, die man relativ schnell umsetzen könnte. Das sind solche Sachen wie Mülltonnentausch, das sind Sachen wie Hunde anmelden und abmelden. Also alles so Massengeschäft, einfachste Art oder einfacherer Art, um die Kolleginnen und Kollegen da zu entlasten. Und das ist der nächste Schritt jetzt. Und der soll auch nicht erst in 4-5 Jahren passieren, sondern sobald das System jetzt nächste Woche, Montag geht es an den Start, wird die Kollegin als nächstes anfangen, sich jetzt mit den nächsten Dienstleistungen zu beschäftigen, die auf das System kommen. Diese neuen Digitalleistungen können ab Montag, dem 16. Januar, unter mein.salzkotten.de im Internet aufgerufen werden. Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten.